Gibt's ja gar nicht. Mann, 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 da chalk ich mir die Hacke wund und bemerke erstmal gar nicht, dass ich so wenig Zeit habe. Ziehen, 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 ziehen! Nicht talken, 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 das ist nicht Talkschach. Castle Kingside. Das ist aber ärgerlich. A5, Erdrup B4, dieser Standardplan von den Standardplänen der Standardpläne. Mann, das ist aber wirklich ärgerlich. Oh, 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 oh. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ich talk mir die Hacke wund und bemerke gar nicht, dass ich nur noch 8 Sekunden habe auf der Uhr. Fantastisch. Träum von den geilsten Kombinationen und merke gar nicht, dass ich nur noch 8 Sekunden habe. Ich glaube, ich bemerke hier nicht, was Phase ist bei diesen Partien. Und es ist nicht Phase, irgendwie fantastische Partien zu spielen. Mann. Es ist viel eher Phase, diese verdammte Zeit einzuhalten. Das ist wichtig. Übrigens Springer E5 auf Läufer B5, geht da hier eh nicht. Das kann doch wohl nie wahr sein. Der Lippo spielt Müll und Lahm dazu. Schlimmste, was es im Bundesschach gibt. Nicht nur schlecht spielen, sondern vor allem langsam. Springer E4, man nimmt dir weg, das droht doch erstmal. Das ist wirklich das Schlimmste, was es gibt im Bulletschach. Das Schlimmste ist nicht nur das Langsamspielen, sondern auch schlecht. Schlecht und langsam. Dann besser stark und besser. Ja, wie soll man sagen? Besser mittelmäßig und schnell. Was können wir dann da machen? Lolo, Springer E5, dann nimmt der Läufer hier weg, dann ich mit dem Springer, die Dame nimmt hier. Ende der Gedanken. Das Problem ist ja, aber ich habe ja auch nicht 50.000 Jahre Zeit hier. Ich nehme ihn doch lieber so. That's a problem. Die Zeit enteilt. Tempus fugit. Mann. Ziehen Sie mal ein bisschen schneller. Okay, I must take. Naja, von diesem Matter träume auch ich nur. Er will jetzt den Springer nehmen. Ich ziehe den hier. Mann, boah, das ist so ätzend hier. Oh. Bitte hören Sie nicht weg, wenn ich hier vorbeifahre. Ist der Motor denn noch laut genug, den wir eingebaut haben? Haben Sie auch nicht weghören können. Für mich zählt ja immer noch Effizienz, vor allem, was ich auch lächerlich fand hier mit diesen Elektromotoren, wie die da, wo die dann quasi ja akustisch Boxen anbringen ans Auto, damit sich das Auto wie ein dolles Auto anhört. Ach, das ist nur Internet, Chatter, kannst vergessen. Da spiele ich in der vorigen Partie so eine Angriffspartie und vergesse ganz, dass ich ja auf Zeit spiele. Meine Güte. Da träume ich schon von Turm E5 schlägt und Springer G6 matt und bemerke gar nicht, dass ich gar keine Zeit mehr habe. Das Wichtige ist Zeit. Spielen Sie schnell. Regel Nummer 1, verlieren Sie nicht auf Zeit. Regel Nummer 2, beachten Sie nicht auf Zeit zu verlieren. Und Regel Nummer 3, lassen Sie sich nicht matt setzen, bevor Ihr Gegner auf Zeit verloren hat. Das sind doch alle Regeln beim Bulletschach. Das ist nicht schön spielen, weltmeisterlich spielen, toll spielen. Das ist einfach nur den Gegner dazu bringen, eh auf Zeit zu verlieren. Oder natürlich noch matt zu setzen. Das ist das zweite Ziel. Tschüss, bis zum nächsten Mal.